Ja, vor ganz kurzer Zeit war ja Monika Hauser hier im Landtag zu Gast und hat in einer Anhörung des vierten Gesetzgebungsausschusses auch von der Gewalt an Frauen gesprochen, wie sie über Generationen weitergegeben werden kann. War ein sehr bemerkenswerter Vortrag, der mit unserer Geschichte viel zu tun hat und der vielleicht auch nochmal ein ganz neues Licht drauf wirft. Und ich bereite gerade in diesen Tagen wieder ein Referat vor zur Südtiroler Literatur in den 50er Jahren, 40er und 50er Jahren. Und dort kommt ganz deutlich zum Ausdruck, wie stark eine Zeit lang der Umgang mit der eigenen Geschichte in unserem Land verdrängt worden ist. Ein Teil dieser Verdrängung findet weiterhin statt, da gebe ich dem Kollegen auch recht. Ich finde es positiv, dass wir auch so provokantere Ansätze verlassen. Und ich habe es jetzt für sehr gut befunden, auch den Vorschlag, diese Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das würde uns jetzt gut tun, so lange Zeit nach diesen Faschismen und nach dieser Erfahrung. Dafür müssen wir uns aber wegbewegen von der immer noch so ganz stark vorherrschenden Opferlogik in diesem Land. Die hat uns so viele Jahrzehnte begleitet. Ein Ansatz wie dieser, und das finde ich positiv, ich teile nicht in der Gänze, ganz sicher nicht, aber den Ansatz finde ich positiv, die Passivität des Opferdaseins zu verlassen und in die aktive Ebene zu gehen. Da gibt es viel aufzuräumen. Ich bin, denn was die Denkmäler angeht, haben wir oft auch unseren ehemaligen Kollegen Hans Heiß uns angehört, als Historiker hier eine immer sehr berufene Aussagen gemacht hat. Zu den Denkmälern habe ich einen anderen Ansatz. Denkmäler kann man erklären. Und man soll sie auch erklären. Es sind steinerne Zeugen der Vergangenheit, sie sind erklärbar. Ich bin in den letzten Jahren mehrmals durch den Ostblock gereist und habe es dort so bemerkenswert gefunden, Zeugen dieser sowjetischen Vergangenheit zu sehen. Sie werden zum Glück, zum Teil auch immer noch leider, aber in der ganz großen Mehrheit nicht verherrlicht. Aber man kann die Vergangenheit nachlesen, man kann sie bezeugen. Denken wir auch an jene, die Vergangenheit leugnen, die sagen, es hätte keine Stätten der Vernichtung gegeben. Deshalb brauchen wir auch Zeugen der Vergangenheit, aber man muss sie erklären. Anders verhält es sich mit den Straßen, Schulnamen und so weiter. Die verwenden wir nämlich ohne Bewusstsein dafür und indem wir sie als Straßennamen verwenden, ist da auch immer eine positive Aussage damit verbunden. Denn wir benennen die Straßen ja nach Menschen, die für uns etwas gelten. Und da finde ich, da muss man wirklich ansetzen. Auf allen Seiten, erinnern wir uns dran, die Ambalagi-Straße wurde nach dem Krieg so benannt. In den 50er Jahren vom Bozner Gemeinderat, da gab es auch deutsche Vertretungen. Andererseits haben wir auch bei den deutschen Namen immer noch Straßennamen, die nach nationalsozialistischen Dichtern benannt sind. Ich habe das gerade wieder überprüft. Josef Georg Oberkochfloh ist immer noch eine Straße in Bruneck. Also da glaube ich, gerade was die Straßennamen angeht, da ist es ganz wichtig, hier klare Aussagen zu treffen. Da sind Umbenennungen notwendig. Einen Namen erklärt man nicht. Ein Denkmal kann man aber sehr gut erklären und damit auch in einen Kontext setzen. Ich würde das hier unterscheiden. Ich würde wirklich nicht mehr nach Sprachgruppen oder nach der Sprache des Faschismus oder des Nationalsozialismus unterscheiden. Diese Zeiten, die sollten wir hinter uns lassen. Dankeschön. Ja.